So, ich bin nach Los Santos zurückgefahren und hier ist das neue Bekleidungsgeschäft, das nennt sich DD6 oder wie man es auch ausspricht. Und das ist so ein bisschen so ein Nobelladen, ne? Also für was für das Gehobene. Und ich, warum kann ich im CJ nicht mal was Gehobenes anziehen? Warum denn nicht? Ich meine, er ist jetzt Manager von Mad Dog, also da kann ich ihm doch mal sowas verpassen, oder? Dann schauen wir mal, was die so im Angebot hier haben. Ich hoffe, dass ich nicht wieder hier mich so lange aufhalte beim Einkleiden. Ansonsten überspringe ich das dann einfach schnell. Was haben wir denn? Ein blaues Jackett. Wie sieht das aus? Ah ne, das sieht scheiße aus. Ich nehme, glaube ich, den Smoking. Den habe ich schon, glaube ich, so ins Auge gefasst. Im Smoking ist man so irgendwie auf einer sicheren Seite. Jawohl, natürlich. Ah, 7000 Dollar. Komm, man gönnt sich auch sonst nichts. So, dann noch eine schöne Smokinghose dabei. Ja, sieht auch gut aus. 3000 Dollar, komm, wir haben's doch. Wofür haben wir das Geld denn? Schuhe noch, schwarze Schuhe noch drauf, genau. Und dann passt das. Dann passt jetzt aber nicht mehr diese komische, coole Brille da. Die passt jetzt irgendwie nicht mehr dazu. Die müssen wir ausziehen. Gibt's noch eine schöne Kette? Nee, komm, Kette nicht. Uhren. Wie wär's denn auch noch Kopfbedeckung? Dunkler Filzhut, schwarze Melone. Zum Beispiel, wieso nicht mal einen Hut tragen? Warum denn nicht? Nee, Strohhut nicht. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Dunkler Filzhut. Nee, das sieht scheiße aus. Ich nehme den, glaube ich, den. Warte mal. Ich nehme die schwarze Melone, komm. Warum denn nicht? So, und dann noch Sonnenbrillen. Ja, das sieht doch gut aus. Du siehst mir echt aus wie Man in Black, aber auf dermaßen. Nehme ich die oder die andere? Ne, ich nehme die andere. Schwarze, ne, die erste, genau. Genau. So machen wir's. Und damit haben wir uns neu eingekleidet. Und ich glaube, den Style behalte ich jetzt dann auch bis zum Schluss dann. Ja, ich würde nur sagen, wir fahren zur nächsten Hauptmission. Aber das zeige ich euch jetzt nicht, wie ich dahin fahre. Bis gleich. So, Planwechsel, Freunde, wir machen was anderes. Aber erstmal will ich mal gucken, was hier drin ist, in diesem Club, was da so abgeht. Yeah. Morgens um 5 Uhr im Club. Wir sind sogar schick angezogen mit Smoking. Vielleicht ein bisschen zu übertrieben angezogen hier. Ach komm, das ist nicht meine Welt hier drin. Zumindest habe ich noch Zeit für ein Getränk. Ja, gut. Planwechsel. Wir machen heute was anderes. Wir machen heute Straßenrennen. Ja, Straßenrennen wollte ich unbedingt nochmal machen. Ich habe ja so ein gutes Gefühl jetzt mittlerweile bei den Rennen bekommen. Und jetzt an den verschiedenen Orten von Los Santos kann man ja verschiedene Rennen machen. Unter anderem auch Flugrennen und so weiter, Motorradrennen. Aber ich weiß, glaube ich, das hier sind Autorennen. Und alles will ich jetzt aber auch nicht mehr machen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, jetzt hier in Los Santos die Rennen nochmal zu machen. Einfach nochmal, um
Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt es denn hier? Gibt schon ein paar. Ich fange einmal mit Badlands A. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle durchhau. Ich mache jetzt einfach mal ein paar, je nachdem, wie ich Bock habe. Und schauen wir mal, wie wir durchkommen. Ich habe ja ein gutes Gefühl, eine gute Bilanz momentan hier bei den Rennen. Bei diesen ganzen Hauptmissionen, wo überall ein Rennen war, habe ich ja relativ gut abgeschnitten, um es mal so zu sagen. Von daher bin ich auch hier relativ zuversichtlich, dass ich das auch schaffe. Ich glaube, das ist die Strecke sogar, die wir schon in den Hauptmissionen gefahren sind. Kann das sein? Das kommt mir nämlich irgendwie bekannt vor, dass ich hier durch diese Landschaften hier gurke. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann sein, oder? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, dann machen wir heute mal ein bisschen Straßenrennen und beim nächsten Mal. Nein! Okay, ich habe trotzdem noch meine Führung. Das sind die Gegner, sind ja halt einfach lahmarschig. Von daher sollte ich doch hoffentlich alle Rennen auch im ersten Versuch schaffen. Ja, und beim nächsten Mal machen wir dann Hauptmissionen weiter. Das kann ich dann, denke ich, machen. Ich bin mir ziemlich relativ sicher, dass dieses eine Rennen da aus der Hauptmission ist. Ist das ein Gegner? Wo kommt der denn jetzt her? Habe ich nicht eben den Mund ein bisschen zu voll genommen? Ich weiß es nicht. Ach hier, das ist auch aus. Das war so eine Scheiße. Ah, super! Leck mich doch fett, Mann. Wegen dieser scheiß Rampe da, Alter. Ja, toll, super, Dankeschön. Ach gut, das sind diese Rennen Badlands A, Badlands B, die haben wir ja schon gemacht. Low Rider Race haben wir ja auch schon gemacht. Dann machen wir bei diesem Little Loop einfach weiter, komm. Ah, das Motorradrennen, okay. Ah, jetzt habe ich mich verfahren, oder? Ich hätte hier hochfahren müssen. Also. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Ja, komm, ich muss es nochmal neu machen. Ich muss es nochmal neu machen. So, neuer Versuch. Jetzt mal gleich hier hochfahren und dann sind wir auf einer sicheren Seite. Motorradrennen habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht gefahren. Deswegen ein bisschen konzentrieren bei der Sache. Ui. Ah, wo ist der andere denn jetzt hingefahren? Ist der blöd? Ach Mensch! Come on! Fünfter Platz, Mann, das ist doch schwach. Habe ich nicht irgendwas von einer guten Rennbilanz gesagt? Die wird jetzt gerade total zunichte gemacht. Toll, fünfter, das war's schon. Langweilig. Komm, einmal machen wir's nochmal. Die sind aber auch. Die gehen aber zur Sache. Aha. Tschüss. Ja, genau, dreh um und helf den anderen. Das ist ja sehr freundlich. Super. Ach Mensch, jetzt bin ich wieder letzter, toll. Hier kommt, ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ah. Bis gleich.
Ich habe keinen Bock auf das Rennen. Ey, ich mach's noch mal. Ich mache mal ein anderes. Backwood Wanderer. Das mache ich jetzt mal. Komm. Ach, auch ein Motorradrennen. Ach, ihr habt's aber auch echt. Oh, Mann. Motorrad, wenn du einfach mal vom Motorrad runterfällst, dann ist das Ding doch gelaufen, Alter. Das ist doch scheiße. Wenn jetzt wieder, ist halt eher so eine Trash-Folge, wenn ich hier nicht erreiche. Muss ja halt auch mal wieder sein, ne? Toll, ja, super, super, ja, wunderbar, toll, ganz toll. Ah, ich hasse Motorradrennen, Alter. Ja, genau, jetzt schlittert mir auch noch das Bike weg, ey. Mann. Dann lassen wir das auch mal so stehen. Ich hoffe mal, dass es das jetzt kein Motorradrennen. Ja, natürlich, gibt's auch mal was anderes. Ja, dann hätte ich mir das ja echt sparen können hier, Alter. Wisst du, dass hier nur Motorradrennen sind. Habe ich keinen Bock drauf, Mann. Immerhin habe ich jetzt hier mal einen guten Start gehabt. Aber was kann ich mir davon kaufen? Aktuell kann ich mir viel davon kaufen, aber jetzt muss ich natürlich konzentriert bleiben. Es war mir arschklar gewesen. Irgendwas kommt wieder dazwischen. Aber was habe ich für einen riesen Vorsprung, Alter. Krass. Was habe ich für einen riesen Vorsprung, Alter. Das gibt's ja nicht. In aller Seelenruhe kann ich mein Bike aufheben. Da habe ich jetzt einfach mal Glück gehabt, will ich mal sagen, in diesem Rennen. Weit und breit kein Gegner in Sicht. Das ist ja krass. Muss ich auch noch auf dem Highway oder was? Freeway. Ach Junge. Platz da. Das ist ein bisschen verzwickt jetzt hier. Mit diesen Autobahnkreuzen hier. Wo kommt er denn jetzt her? Das gibt's ja nicht. Wie aus dem Nichts kommt er angeschlichen und gewinnt das Rennen. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Kommt er aus dem Nichts angeschlichen von hinten? Das ist ja ein Frechdachs. Naja, gut, komm. Scheiß drauf. Winewood. Ach, mal wieder ein Autorennen. Dankeschön. Das ist mir sehr dankbar. Das ist eine sehr dankbare Aufgabe für mich. Mal wieder ein Autorennen ist. I can't believe you hit me, player. Oh, die Karre ist ja langsam, Alter. Wir hatten die ausgesucht. Mein Gott, nee. Bisher, wenn es jetzt die Hügel hochgeht, schläft ja fast eine bei. Da schleichen die sich einfach so vorbei, seht ihr das? Oh, ich glaube, den einen habe ich jetzt von der Strecke abgetrieben. Bin ich jetzt disqualifiziert? Nein, das sind die Regeln der Straße.
Hui! Ah, ich komme nicht auf die Vierer, scheiße. Mensch! Ja, weil ich es zerstört habe, was kann ich denn dafür? Ach komm, scheiß drauf, Freeway. Das ist bestimmt auf dem Freeway. Und zumindest meine schnellere Karre jetzt. Ja. Ich probiere das jetzt einfach alles ein bisschen aus, und wenn ich jetzt hier auch nichts erreiche. Immerhin habe ich eben zwar Zweiter gewesen, obwohl ich eigentlich hätte gewinnen müssen. Das war total unfair gewesen. Ah, super, auch noch ein Polizeistern, ja, läuft doch. Hui. Sind alle noch dicht beieinander, die kann ich mit einem Zug vielleicht überholen noch. Das wäre so ein Wunschgedanke. Aber jetzt bin ich letzter, scheiße. Na, jetzt geht's zumindest auf den Freeway, da kann man ein bisschen Gas geben zumindest. Juhu! Super, jetzt habe ich noch festgepackt. Zum allen Unmut. Es war ein Trugschluss gewesen, dass ich eine gute Rennbilanz habe. Das ist nicht der Fall. Naja. Oh! Ja! Ach, und ich dürfte mir auch hier einen zurecht, Alter. Ah, fünfter Platz, naja. Ja, was soll man noch dazu sagen? Was haben wir jetzt noch? Into the Country. 8 Kilometer. Die machen wir jetzt noch zum Abschluss. Und dann soll es gewesen sein. Hoffentlich gewinne ich vielleicht das jetzt noch. Das wäre doch nochmal was. Zumindest diesmal nur 4 Starter. Ja, super, toll. Ach, geh doch weg da. Ja, toll. Ja, super. Wer bremst, der verliert. Mann. Immerhin sehe ich den Drittplatzierten noch. Das ist so ein gutes Zeichen noch. Ja, und Karre bremst schon. Ja, toll. Okay, wir lassen das, glaube ich, jetzt mit diesem Strahlmann. Das war keine gute Idee gewesen. Ja, es war ja mal nur so eine... Mal so Abwechslung, einfach mal noch eine Nebenmission machen, die leider nicht so erfolgreich verlief. Leider. Okay, ich beende jetzt die Folge und beim nächsten Mal gibt es dann, wie versprochen, Hauptmissionen. Da habe ich richtig Bock wieder drauf. Nach dieser Scheiße hier. Naja, bis dann. Ciao.